Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Amber Star. So, nach gefühlten 100 Ratten und 1000 Spinnen bin ich immer noch in Ebene 1 und jetzt ist auch was passiert. Als ihr in den Raum tretet, hört ihr ein leises Scharren und kurz darauf fällt ein seltsames Wesen von der Decke mitten in die Gruppe. Außerdem seht ihr, dass mehrere Spinnen und Ratten auf euch zustürmen. Zum Glück hatten wir gerade erst gerastet, weil die Fackel aus war. Vorletzte Fackel. Ich habe echte Sorge, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, okay. Dann schauen wir mal, was das für ein seltsames Wesen ist. Da sieht's aus wie ein Schuhkarton mit Brille und hier eher wie ein Stück Pergament. Ne, gut, du mach mal bitte einen Pfeil dahin. Du hast keine Steine mehr, das ist kacke. Du rutschst schon mal in die Richtung. Du machst Papier und Karton brennen gut, also ein Feuerstoß. Wird da wahrscheinlich kein Karton sein. Aber wir sehen, was es ist. So, ein Schatten. Feuerstoß macht aber Schaden, okay. Wir kämpfen gegen einen Schatten. Rutsch du mal noch dahin. Du machst nochmal Pfeil dahin. Du machst nochmal Feuerstoß dahin. Und go. Dann schauen wir mal, was das Ding kann. Der Schuhkarton mit Brille. So. Kann man einen Schatten draufkloppen? Jetzt gar nicht aufgepasst, ob Silk Schaden gemacht hat mit seinen Pfeilen. Aber ja, wir haben ein echtes Lichtproblem. Deswegen mache ich mir ziemlich Sorgen. So, Feuerstoß nochmal, dann schauen wir mal. Nee, also wir können es treffen. Ich habe schon mal gut Schaden dran gemacht. Probieren hier nicht so viel, aber egal. Habe ich Craven nicht eingeteilt? Ah doch, da kommen wir. Alles klar. Jeder weiß, was er zu tun hat. Feuerstoß hat er abgewehrt. Aber grundsätzlich funktioniert das. Okay. So, dann Attacke, Jungs. Bisher ist noch nicht viel passiert. Also die beiden Magier, die gehen die ganze Zeit schon Huckepack mit den Kriegern mit. Die sind schon länger gelähmt. Das scheint aber nicht so schlimm zu sein. Ich habe nur festgestellt, wenn die krank... Silk wird blind? Das hatten wir auch noch nicht. Aber wenn die länger krank sind oder außerhalb des Kampfes krank sind und dann fangen sie auch an, Lebenspunkte zu verlieren. So, Silk ist blind. Ja gut, dann lassen wir das zuerst mal so. Er macht eh kaum Schaden. Behalten wir das Mana für wichtigere Menschen. Sorry, Silk, du bist nur zum Kisten öffnen und tragen da. So. Ach, Silk schießt immer noch. Das wollte ich eigentlich nicht. Klar, dass er blind nicht trifft. Ist, glaube ich, die Trefferwahrscheinlichkeit, glaube ich, um 75% reduziert oder so. Mach du mal Verteidigung. Die Pfeile haben wir noch für irgendwas anderes. So, Feuerstoß und go. Bei Blindheit heilen sollten wir haben. Craig ist vergiftet, das ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Zauber verkackt, okay. Mann. Okay. Weiter geht's. Es ist auf jeden Fall mal was passiert. Nach 100 Ratten und 100 Spinnen und... Ich bin super viel auch ohne Fackel gelaufen, dann nochmal zurück, nochmal was anderes geguckt. Trasrik ist blind. Da können wir dagegen was machen. Und
habe alles gespart und getan und gemacht. Ich habe zwischendrin 3 neue Fackeln gefunden in einem Fass. Aber ja, sonst wären wir schon lang unten nicht. So, Blindheit heilen. Kostet verdammt viel Mana. Machen wir das zuerst mal auf Trasrek und dann schauen wir weiter. So, Blindheit heilen ist gelungen. Oh, Schatten macht auch mal ein bisschen Schaden. Aber alles im Rahmen. So, wenn du jetzt wieder siehst, kannst du nochmal einen Feuerstoß machen. Und der Rest weiß noch, was er zu tun hat, ne? Ja. Craven wird schneller alt. Das ist, glaube ich, im Kampf, glaube ich, auch kein Problem. Wow, der zieht jetzt alle Register. Der Schatten. Bisher mache ich mir noch keine Sorgen. Aber das kann sich ändern. Okay, der Kampf ist vorbei. 108 Erfahrungspunkte, 298 Gold und 7-mal Essen. Essen kriegen wir sogar noch unter. So. Craven ist ein Opa. Silk ist blind, Craig vergiftet. Okay, Craig, was sagt dein Mana dazu? Nicht schlafen, sondern heilen. Wenn mal, war doch nicht noch von Ratten und Spinnen die Rede? Vielleicht sollten wir uns gleich mal hier vom Acker machen. Gehen wir ein Stückchen vor, man weiß ja nie. So, und dann würde ich gerne das Altern noch runternehmen. Alterung heilen. Auf Craven. Und, na gut, dann machen wir die Blindheit von Sig auch noch runter. Blindheit heilen. Wow, kostet das Mana. So. Dann schauen wir weiter. Karte gucken. Also hier habe ich die 3 Fackeln gefunden. Das war die Leiter in Ebene 2. Hier ist der Ausgang. Deswegen gehen wir zuerst mal in die Richtung. Vielleicht kommen wir da hindurch und können Fackeln kaufen gehen. Nein, zuerst mal nicht. Vielleicht da oben rum bestimmt. Aber wo sind die Ratten und Spinnen, von denen die Rede war? Auch Sackgasse. Kacke! Dann da unten runter. So, hinter der Tür. Luft ist rein. Sind wir... Da... Das geht bestimmt raus. Scheiße. Scheiße. Sorry. Nein. Wir haben... Dietriche, die können... Willenschlüssel? Jonathan-Schlüssel. Nein, Jonathan-Schlüssel hat was mit dieser Kristallkugel zu tun. Scheibenkleister. Wo kriegen wir jetzt einen Schlüssel her? Wir haben noch eine Fackel. Scheibenkleister. Kacke. Ich will doch nur Fackeln haben. Keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Spiel. Okay, dann schauen wir hier. Musst du irgendwo einen Schlüssel geben. Hier muss... Hallo, Ratte. Also, ich tendiere gerade dazu, dass wir uns sterben lassen, von Chandra retten lassen, Fackeln kaufen gehen und dann hier nochmal in Ruhe aufschlagen. Weil jetzt mit einer Fackel noch einen Schlüssel finden, den Weg zurückfinden. Wow.
Okay, wir werden sterben. Ja, was anderes macht keinen Sinn. Wir haben zwar noch diesen Leuchtstab, aber ich weiß nicht mehr, wie viele Ladungen der hat und nicht, dass wir nachher keine Gegner mehr haben und hier dann softlocked sind oder so. Das ist mir jetzt zu heiß. Das ist mir zu heiß. Ja, ich schicke euch eine Mini-Pause. Es kann eine Weile dauern, bis wir hier verstorben sind. Und gehe Fackeln kaufen und dann sehen wir uns dann am Eingang wieder oder so. Also bitte Daumen drücken, das wird jetzt grausam. Aber ich sehe keine andere Möglichkeit. Also, bis in 3 Sekunden. Puh, ich bin wieder da. Mann, war das eine Odyssee. Also ich habe viel gelernt. Ich habe erstens gelernt, dass Chandra uns nicht immer rettet, sondern es gibt auch noch ein anderes alternatives Ende. Und zwar, ihr seid gescheitert. Vielleicht tut jetzt Marmion sein Ziel erreichen, also der böse Magier, der Tarbos wieder von dem dritten Mond nehmen will. Und Tarbos übernimmt die Herrschaft. Und ja, sie können das Spiel beenden oder neu laden. Oder? Die andere Variante, die hatten wir schon mal gesehen, dass Chandra einen rettet und ins zweite Leben nimmt. Und na gut, ich bin dann insgesamt 3-mal gestorben mit den Helden. Aber dann hat das Spiel gebuggt. Also die GUI war da, aber irgendwie hing alles hier oben so rechts in der Ecke, so die Karte. Und sobald ich mich bewegt hatte, ist das Spiel abgestürzt. Okay, dann Panik runterbringen und weiter gucken. Also wir sind noch mit der vorletzten Fackel unterwegs. Der Schatten steht noch. Den habe ich nicht wieder bekämpft bisher und habe dann halt mal die einzelnen Stockwerke wieder abgeklappert. Immer wenn die Fackeln dann alle waren, nochmal neu geladen. Und habe dann in Ebene 2 eine Geheimwand gefunden. War eigentlich klar, dass dort was sein musste, weil da war noch ein großer leerer Fleck. So, und wenn man da durchstiefelt, steht da, als du die Wand genauer untersuchst, entdeckst du, dass sie nur eine Illusion ist. Wow, so, und ich hoffe, dass wir jetzt dort einen Schlüssel finden. Wenn nicht, keine Ahnung, brauche ich einen Plan, ich bin mittlerweile, glaube ich, schon bei Plan F oder so. Ja, wir müssen uns jetzt auch ein bisschen sputen, also konzentrieren. Lauf, 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 go, bitte keine Gegner. Okay. Wir haben noch den Leuchtstab. Also zumindest haben wir einen Stab des Lichts oder Lichtstab, den wir aber nie identifiziert hatten. Ich gehe mal davon aus, dass der Name Programm ist, aber genau das weiß man nicht. So. Wir stiefeln mal hier zum Ende und schauen mal. Ich hoffe, dass dort eine Kiste ist. Boah, ich bin jetzt total aufgeregt. Okay, in der Truhe liegt nur ein alter Schlüssel. Dem Himmel sei Dank. Wow, Minenschlüssel. Okay. Einpacken. Wow. Okay, jetzt laufen wir in der Dunkelheit nochmal zurück, denn wie gesagt, wir haben noch eine Fackel und eine Option auf den Lichtstab. So, wir schaffen das. Ich bin es gewohnt, hier im Dunkeln rumzulaufen. Wenn man dunkel läuft, wird auch die Karte nicht vervollständigt. Aber scheinbar kann man doch noch Dinge tun. So, also das heißt im Dunkeln nochmal da unten hin. Ja, ich laufe jetzt ohne euch nochmal im Dunkeln rum. Schicke euch nochmal eine Mini-Pause. Schaue, dass ich im Dunkeln den Schatten nochmal erkämpfe. Und dann sehen wir uns dann am Schlüsselloch wieder. Und ich sag einfach, der Schlüssel passt dort. Boah, es ist krass. Es ist so krass. Es ist so krass. Wir gehen nie wieder ohne 50 Fackeln irgendwo hin. Nie wieder. Nie wieder. So, wir sind 3 Sekunden. So, da bin ich wieder. Mann, dieser Dungeon kostet Nerven. Wir sind jetzt vor dem Schlüsselloch, das wir mal gefunden hatten. Benutzen dort den Minenschlüssel. Wow. Okay, Karte gucken.
Ja, hier war irgendwo ein Loch. Ich hoffe, dass das jetzt zu ist. Oder wir jetzt drüber springen. Oder. Nee, das war ja eine Falle, dass die Falle nicht ausgelöst wird. Ich will jetzt einfach zuerst mal nur hier raus. Mann, war der Dungeon anstrengend und wir müssen nochmal rein. Wir müssen nochmal rein, weil wir die Zwergenkrone noch nicht haben. Aber jetzt können wir zuerst mal uns sammeln. Tief durchatmen. Ey, ich hatte so eine Angst, dass wir hier nicht mehr klarkommen und funktioniert hier nicht. Wahrscheinlich, weil wir noch in diesem besonderen 2D-Bereich sind. Ich hatte so eine Angst, dass das jetzt alles vorbei ist und wir nicht mehr weiterkommen. Und wir da nie wieder rauskommen. Ich hatte da so eine Sorge. Ich glaube, das könnt ihr verstehen. So, jetzt bin ich zuerst mal tierisch erleichtert. Wir werden jetzt zuerst mal nach Twin Lake fliegen und dort Fackeln kaufen. Fackeln, 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 Fackeln. Und wir werden diesen Lichtstab mal identifizieren lassen. Da ist Twin Lake. Wow. Und als ich den Schattenboss nochmal gemacht hatte, der kann auch richtig fies sein. Wir hatten die Handzahme-Variante von dem erwischt. Und zwar kann der auch noch versteinern und verrückt machen und was auch immer. Ich muss den Boss zweimal machen, weil beim ersten Mal wurde. Nee, dreimal. Einmal wurde Craig versteinert, einmal wurde Craig verrückt. Dann kann man auch gar nichts mehr mit dem machen. Und Konzentration. Und dann beim dritten Mal wurde dann nur Silk versteinert. Das kann man nach dem Kampf kann man das wieder gut machen. Die Figur wird zuerst mal komplett aus dem Spiel entfernt. Also die steht auch nicht mehr auf dem Brett rum. Man kann im Kampf das nicht beheben. Erst nach dem Kampf. Also wieder viel gelernt und boah, meine Nerven. Wie, du hast nur noch zwei Fackeln. Nee, Quatsch, ich bin beim Verkaufen. Wie, wir hatten noch zwei Fackeln? Wer hat denn hier noch zwei Fackeln? Oh, Craig hätte noch zwei Fackeln gehabt, an die ich nicht mehr gedacht hatte. Egal, egal. Ich bin jetzt auch so happy, dass wir das irgendwie geschafft hatten. Auch mit zwei Fackeln hätten wir das, glaube ich, nicht mehr komplett gelöst bekommen. Egal, sei es drum. Kann jemand diese paar Fackeln schon mal einstecken? Wir gehen in kleinen Dosen vor. Okay, Silk war ursprünglich mal der Fackelträger. Ich bin noch ein bisschen durch den Wind. Das wird aber wieder. Das verspreche ich euch. Das wird wieder. Das wird wieder. Oh Mann. So, Silk kann immer noch. Wir kaufen jetzt erstmal ein paar Fackeln. So, und dann gehen wir nochmal zurück in diesen Wahnsinn. Und werden hoffentlich noch die Krone finden. Kann eigentlich nur noch in Ebene 2 in der Mitte sein. Für Geld haben wir dann 10.486. Jetzt können wir 831 Gold nicht mitnehmen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, Spiel. Spiel, ich bin jetzt gerade ja, eh durch den Wind, mach doch sowas nicht. Truban, ihr kann ein bisschen Essen abgeben bzw. wegwerfen. Reichen 7 Essen? Nein, reichen nicht. Boah, das Spiel hat mich heute Nerven gekostet. Ich glaube, das sind so Momente, wo dann bei dem einen oder anderen in der Kindheit vielleicht die Tastatur durchs Zimmer geflogen ist oder so. 481 ist mir jetzt egal. Ja, herzlichen Glückwunsch zum Trinkgeldhändler. Boah. So, wir entziffern diesen Lichtstab. Der ist im Inventar von Drobanier. Drobanier, Inventar. Geld auf den Tisch knallen. Nee, das ist Stab der Erweckung, aber trotzdem. Wiederbelebung 8-mal. Und Lichtstab. Licht 25-mal. Licht 3 25-mal, okay.
Hatten wir den Richtungsstab schon? Magischer Kompass 50 Mal. Da habe ich so meine Zweifel, dass wir das jeweils brauchen werden. Aber egal, was man hat, hat man. Puh. Wir gehen noch kurz auf den Friedhof. Nein, man muss sich keine Sorgen machen, weil ich auf den Friedhof muss. Wir wollen nur baden. Nur baden. Nur baden. Heieiei. Es gab erst ein Let's Play, was ich nicht beenden konnte. Das ist Spirit of Adventure. Aber ich konnte es zu 99,9% beenden. Und dann ist leider ein Bug passiert, für den ich dann auch nichts konnte. Und ich weiß nicht genau, woran es lag, aber ja, ich konnte den Rest noch mit Bildern dann quasi zeigen, was noch passiert wäre. Ich habe einen Menschen im Internet gefunden, der zumindest Bilder davon hatte, weil Videos von so weit hinten habe ich keine gefunden. Also, ja. Meine 99,9% des Spiels sind das Beste, was es von Spirit of Adventure bei YouTube gibt. Zumindest laut meiner Suche. Kann sein, dass es da noch in einer Sprache oder unter irgendwelchen Suchbegriffen was gibt, aber ich habe nichts gefunden. Sonst hätte ich da auch gerne verlinkt auf das Ende. Aber ich habe nichts gefunden. So, jetzt raus aus diesem Wahnsinn. Wir haben Fackeln ohne Ende. Wir rufen unseren Adler. Und fliegen mit dem Adler nach Osten. Jetzt bitte keine Katastrophen mehr, Spiel. Gar nichts mehr. Bitte gar nichts mehr. Ich habe jetzt für ein Spiel genug. Für ein Spiel genug. Genug. Ja. Spiel nicht zu Ende oder was auch immer. Bitte jetzt einfach Samthandschuhe und einfach alles gut. So, da müssen wir hin. Da müssen wir hin. Also dahin. So, parken. Und dann sind wir an dieser anderen Ebene. Und dann gehen wir hier nochmal rein. Und rein in den Dungeon. Wow. Tief durchatmen. Wir speichern. Denn das machen wir nie wieder. So. Jetzt holen wir eine unserer 100 Fackeln raus. Sig, du hast Fackeln. Und dann, so, schau mal. So, fallen wir jetzt da wieder runter? Nee, da fallen wir nicht mehr runter. Okay. Wie kommen wir jetzt da in die Mitte? Eigentlich wollen wir in Ebene 2 in die Mitte. Ja, hier fehlt ein bisschen Weg, weil ich da im Dunkeln rumgestiefelt bin. Oh mein Gott. So, jetzt bitte nicht noch den Ratten und was auch immer über den Weg laufen. Habe ich jetzt erstmal keinen Bock drauf. So, wir laufen nochmal zurück in Ebene 2. So, links hoch, hier so und dann, ja, biegen wir hier ab, gehen da um den Block, dann geradeaus bis zur großen Kreuzung, wo sich ein Spinner befindet und dann gehen wir hier runter. So, hier ist ein großer Platz und zwar hier sind wir einmal durchgesegelt. Das ist quasi eine Etage unterm Eingang. Also der Eingang ist dann hier irgendwo und dann sind wir da rein und da runtergefallen. Und da nochmal durchgefallen. Ich weiß, dass man in Ebene 3 an der Decke das Loch gesehen hat. Vielleicht können wir dort mit einem Seil hochklettern. Seile haben wir bisher eigentlich nur einmal zum Runterklettern benutzt. Aber wenn man ja das
Loch in der Decke sieht, könnte das funktionieren, falls da noch irgendwie so ein Enterhaken dabei ist oder so in dem Set. Egal, wir haben Fackeln. Wir haben Fackeln, wir haben Fackeln, wir haben Fackeln. Heieiei. Wenn solche Let's Plays nicht beendet werden, das ist so viel Arbeit, so viel Herzblut, wo man da reingesteckt hat. Und wenn dann irgendwas dazwischen kommt, nicht weil man jetzt groß Bockmist gebaut hat oder so, sondern einfach, weil man was nicht gewusst hat oder weil das Spiel einen Bug hat oder was auch immer. Das ist so ärgerlich, so ärgerlich. Da kann ich ja verstehen, wenn der ein oder andere dann vielleicht aufgibt und gefrustet ist und keinen Bock mehr hat. Kann ich dann absolut richtig megamäßig nachvollziehen. Ist mir nur einmal so halbwegs passiert und ja. Ja. 0,01 oder 0,1% des Spiels nur in Bildern von Spirit of Adventure kann ich mir leben. Da es bisher noch nicht veröffentlicht ist, kann ich euch nicht sagen, ob ihr damit leben konntet. Aber ich schon. So, dann müssen wir hier in den Teleporter und dann landen wir hier. Und hier war, wo wir gelandet waren, hier irgendwo. Und da hat man auch das Loch in der Decke gesehen. So, da müssen wir jetzt erst nochmal hinlaufen. So, einmal gerade nach oben. Dann, ja, gehen wir hier nach Norden. Da so und dann Norden. Dann wieder links durch die Tür. Kein Problem, Spiel, wir haben Fackeln. Brauchst dir keine Gedanken zu machen. Wir haben Fackeln. Heieiei. So, nach Süden. Dann verließen sie ihn. Andere Richtung. Einmal hier so ums Eck. Teleporter. So, und dann hinter uns. Da war irgendwo... Da, da sieht man ein Loch. Wer hat die Seile? Du. Nochmal benutzen, Seil. Okay. Ha, es hat funzt. Es hat funzt. So, hier muss jetzt die Krone sein. Bitte, Spiel. Bitte, bitte, bitte. Und bitte keine Dramen mehr. Ich hatte genug Drama. Wie groß ist denn das hier? Ja, so groß kann es nicht sein. Okay, alles wird gut. Nach der Aufnahme muss ich erstmal eine längere Pause machen. So, bis morgen. Ach, eine Kiste. Bis morgen oder so. Ja, die Aufregung nochmal runterfahren. So, du hast das Schloss geöffnet. In der Truhe liegt ein Samtkissen und auf diesem ruht eine funkelnde Krone. In den vorderen Teil der Krone ist ein großes Stück des Emberstar eingelassen. Trotz eurer Mühen gelingt es euch nicht, das Stück des Emberstar an die von der Krone zu lösen. Daher müsst ihr die ganze Krone mitnehmen. Ist kein Problem, Spiel. Wir wissen, wohin damit, weil Dönner hat uns ja schon versprochen, dass er uns dort helfen wird. So, Zwergenkrone. Mitnehmen. Und jetzt raus hier. Raus hier. Ich will nie wieder in den Dungeon. Wir schauen zwar noch, was auf der anderen Seite ist, aber vielleicht ist da noch eine andere Kiste mit irgendwas Schönem. Aber dann geht's raus hier. Und zwar Bronto, Flotti und so weiter. So, schau noch kurz hier. So viel Zeit haben wir noch. Da ist noch eine Kiste. Silk, mach bitte keine Katastrophe draus. Hatten wir genug? In der Truhe findest du Gold und ein Kettenhemd. Mithrilhemd? Können wir das mitnehmen? Ja, können wir. Kriegen wir auch das Gold unter? Ja, kriegen wir auch unter. So, Mithrilhemd, was kann denn das? Das ist kein normales Kettenhemd. 12.
und von Dieben, Kriegern, Ranger und Magiern tragbar. Ja gut, der kleine Frodo in Herr der Ringe hat ja auch so ein Mithril-Kettenhemd angehabt. Okay, aber das wird später verteilt. Ich will jetzt erstmal hier raus. Ich will raus. Guck mal noch da um die Ecke. Da ist auch noch eine Kiste. Gut, dass wir nachgeschaut haben. So, du hast das Schloss geöffnet. Ein paar Gemmen. Ja gut, 700 pro Stück. Kann man in Ilien dem Zwerg verkaufen. So. Ja gut, rauskommen wir hier wahrscheinlich. Können wir hier eigentlich auch direkt zur Ebene 1 durchsteigen oder müssen wir wieder runterplumpsen? Nee, ich habe jetzt kein Loch an der Decke gesehen. Wir fallen, ja, wir fallen nach unten. Egal. Egal. Absolut egal. Absolut egal. So, dann gehen wir nochmal durch den Teleporter. Und dann stiefeln wir bei Fackelschein nochmal Richtung Leiter. Egal, wir haben eine Fackel. Wir haben sowas von Fackeln. Sowas von... Ich überlege schon, wem ich das Mithril-Kettenhemd geben soll, da unsere Magier ja schön weit hinten stehen. Müssen wir mal gucken, was die Krieger und der Paladin anhaben an Postschutz. Weil dann würde ich es eher einem von denen geben, aber deren alte Rüstung vielleicht nochmal aufheben. Aber ich glaube nicht, dass wir jemals wirklich Silk nach vorne stellen würden. Den kann ich mir eher bei Bossen oder so als Bogenschützen vorstellen, aber nicht vorne. Wobei, wenn er sterben soll, dann überlebt er ohne Ende. Genauso wie Kraven. Kraven, du sollst sterben. Nein, ich will nicht. Nein, ich sterbe nicht. Nein. Aber wie er soll überleben? Ah, dann frisst das Heilermana. Ja. So sind sie, die lieben Helden. So. Jetzt noch einmal da komplett um den Block. Und dann haben wir es fast geschafft. Fast. Ich will hier raus. Ich will hier sowas von raus. Ich will hier einfach nur noch raus. Ich wollte noch aus keinem Dungeon so sehr raus wie aus diesem. Und ich weiß, ich rede jetzt furchtbar viel, weil ich furchtbar durch den Wind bin. Zur Not Pause drücken oder einfach nächstes Video starten oder was auch immer. Egal. Absolut alles egal. Wir machen eine Fackel an. Und freuen uns über eine Zwergenkrone und ein Mithril-Kettenhemd und darüber hoffentlich nie wieder in diesen Dungeon zu müssen. Ich wüsste nicht, was wir hier noch finden sollten. Wir haben eine Krone. Wir haben somit auch ein Amberstar-Teil, weil wir ja wissen, dass das in der Krone drin ist. Und von daher sage ich einfach mal, wir gehen nie wieder hier hin. Ja. Spiel bitte mich nicht vom Gegenteil überzeugen. Wo war denn hier die Treppe? Da war die Treppe. So, hoch. Dann noch einmal außenrum. Ja, ich schicke euch in die Pause. Ich habe jetzt Mitleid mit euch. Ich schicke euch in die Pause. Ich schaffe mich hier raus, gehe mit den Helden nochmal leveln, mach mir Gedanken wegen dem Mithril-Hemd und komm jetzt erstmal zur Ruhe, vielleicht einen Tee oder so. Bis gleich.